Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Ein fataler Fehler der Menschen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 23. September 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir stehen euch allen in jedem Augenblick eines jeden Tages zur Verfügung, ebenso wie eure Geistführer, ebenso die Quelle, eure Überseele und euer höheres Selbst, alle Erzengel, alle aufgestiegenen Meister, eure Seelenfamilie, die in anderen Teilen der Galaxie und des Universums existiert. Sie alle stehen euch ebenfalls zur Verfügung. Und dann gibt es noch euren Planeten, die anderen Planeten in eurem System, eure Sonne, die Natur, Bäume, Blumen und Tiere. Ihr seid von Liebe umgeben. Ihr seid von Unterstützung umgeben. Aber viele von euch suchen diese Liebe und Unterstützung an Orten, wo sie nicht vorhanden ist. Ihr sucht sie bei Menschen, die sie nie selbst erhalten haben, die irgendwann als Teenager oder 20-Jährige in eine Art Sucht verfallen sind und die nie die Gelegenheit hatten, einen Therapeuten aufzusuchen oder jemanden, der ihnen helfen konnte, sich selbst zu lieben. Das ist ein fataler Fehler der Menschen. Wenn man Liebe und Unterstützung bei denen sucht, die sie nicht geben können, kann man sich auf eine katastrophale Erfahrung gefasst machen. Wir schlagen also vor, dass ihr niemanden bittet, das für euch zu sein, wenn es ihm schwerfällt, es für sich selbst zu sein. Fühlt stattdessen all die Liebe und Unterstützung, die ihr in nichtmenschlicher Form um euch herum habt. Füllt euch damit auf. Geht hinaus und verbreitet sie. Wenn ihr Liebe und Unterstützung verbreitet, ratet, was dann passiert. Ihr findet euch in der Gesellschaft anderer Menschen wieder, die Liebe und Unterstützung verbreiten. Wenn ihr bei anderen Menschen danach sucht, neigt ihr dazu, andere Menschen zu finden, die ebenfalls danach suchen. Und sicherlich haben die meisten von euch irgendwann einmal in einer romantischen Beziehung gelebt, die so war, und ihr wisst genau, was wir meinen. Man spürt, wie unendlich viel Liebe für eine Katze durch einen fließt, und man spürt, wie diese Liebe auch zu einem zurückkehrt. Sie ist bedingungslos. Und es gibt noch mehr, wo das herkommt. Es gibt eine unendliche Quelle der Liebe, die von euch allen angezapft werden kann. Wenn ihr einmal entdeckt habt, dass sie überall um euch herum ist, ist es einfacher, die unendliche Quelle anzuzapfen, die in euch allen ist. Es ist einfacher, das Herz zu zentrieren. Bitte tut euch selbst einen Gefallen und hört auf zu versuchen, die Menschen in eurem Leben so zu beeinflussen, dass sie euch so lieben können, wie ihr geliebt werden wollt, und fragt euch stattdessen, warum ihr nicht einfach die Liebe seid, die ihr empfangen wollt. Liebe ist frei, Liebe ist unendlich und sie ist grundsätzlich bedingungslos, also haltet euch bitte nicht zurück. Die Welt braucht euch heute mehr als je zuvor, um diese Liebe zu sein. Und ihr seid diejenigen, die wissen, dass das, was wir sagen, wahr ist. Ihr seid diejenigen, die wissen, dass die Quelle niemandem Liebe vorenthält, niemals, egal was jemand tut, und ihr wisst, dass ihr da seid, um wie die Quelle zu sein. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.